Hi Leute, Konstantin von der Aktienrunde.de hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom IQ Option Echtgeld Trading. Der aktuelle Kontostand, ihr seht es oben rechts, liegt bei 424 Euro mit Bonus. Zieht man den Bonus ab, bin ich jetzt gerade etwa 75 Euro im Plus. Also ist noch ein gewisser Weg bis zum Ziel, allerdings bin ich gut auf Kurs. Mittlerweile konnte ich ja den Trade-Ansatz von 5 auf 6 Euro anpassen, ohne die Regeln unseres Money Managements zu verletzen. Und dementsprechend geht es jetzt hier auch in 6 Assets mit 6 Euro weiter. Und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Springen wir einfach mal zur ersten interessanten Stelle. So, hier steige ich im Asset oben links mit einem Put ein, sprich der Markt war in dem Falle überkauft. Die oberen Toleranzgrenzen der Oszillatoren Stochastik und RSI sind ebenfalls durchbrochen worden. Am RSI sieht man jetzt gerade auch schon eine Neigung nach unten, an der Stochastik gerade noch nicht so ganz. Aber ich bin halt schon eingestiegen, weil die Kerze entsprechend negativ eröffnet hat, das obere Bollinger Band gekreuzt war. Und die Kaufzeit schon ganz passend war und die Kerze vor allem noch nicht so weit nach unten fortgeschritten ist. Wollte einen möglichst hohen Einstiegspunkt wählen. Jetzt sieht man allerdings, dass der Kurs nochmal komplett gedreht hat. Wird jetzt vielleicht noch nicht ganz von der Bärenfalle sprechen, weil dieser Trend erst sehr spät dann entsprechend gedreht hat. Aber man sieht es hier, erst schlägt die Kerze ordentlich nach unten aus. Dann nach oben und letztendlich hat sie auf dem gleichen Niveau abgeschlossen, wie sie begonnen hat. Also, ja, ich sag mal so, eine 100% Quote kann man beim Trading eh nicht haben. Nach den Indikatoren, nach denen ich hier vorgehe, war dieser Einstieg gerechtfertigt. Ich würde in der gleichen Situation genau dasselbe wieder tun. Würde jetzt hier nicht von Fehltrade sprechen. Und das ist eben die Varianz, die einfach im Handel mit binären Optionen immer vorhanden ist. Und bei einer, ich sag mal so, einfachen Strategie wie der, die wir hier anwenden, unsere Berg- und Talstrategie mit gerade mal drei Indikatoren und keiner intensiven technischen Chartanalyse, kann es eben zwischendurch auch sein, dass dann solche Trades mal negativ ausgehen. In dem Fall ist es vorteilhaft, wenn die Renditen der Assets recht hoch sind, weil man dann diese Verluste natürlich schneller ausgleichen kann, als wenn die Renditen nur bei 75% lägen. Hier bin ich jetzt im gleichen Asset wieder eingestiegen, in der Hoffnung, da jetzt natürlich auch gewissermaßen fast den Verlust wieder rauszuholen. Allerdings nicht nach Martingale, sondern ich bleibe beim Einsatz von 6 Euro. Hier hat die Kerze jetzt entsprechend wieder negativ eröffnet. Mittlerweile sieht man aber auch in der Stochastik eine entsprechende Richtung nach unten. Und deswegen habe ich jetzt, in der nächsten Kerze quasi einen erneuten Einstiegspunkt gewählt. Der Wert zappelt jetzt gerade auch noch so ein bisschen um den Einstiegspunkt herum. Jetzt zieht die Kerze allerdings wieder ein schönes Stück nach unten. Richtige Zitterpartie hier gerade, wie man sieht. Aber jetzt ging die Sache für mich positiv zu Ende. Gerade zieht der Kurs wieder hoch, also das war keine langfristige Entwicklung, die jetzt da nach unten eingeleitet wurde, sondern grundsätzlich hält der Trend nach oben hin scheinbar noch an. Wenig später habe ich dann einen weiteren Einstiegspunkt wählen können, und zwar im Asset US-Dollar Schweizer Franken. Hier ist auch der Markt überkauft. Der RSI-Wert nimmt schon ab. Man sieht es im Kurvenverlauf. Gleichzeitig guck ich mir sogar noch ein anderes Asset an. Also man sieht es im Kurvenverlauf. Jetzt zieht die Kerze auch richtig schön runter. Also genau nachdem die Kerze oben am Bollinger Band ausgebrochen ist, fällt der Kurs jetzt wieder ordentlich. Wobei jetzt allerdings wieder das Ursprungsniveau erreicht ist. Also auch da ist es keine eindeutige Geschichte. Da würde ich jetzt, glaube ich, wirklich von Bärenfalle sprechen, denn ja, ich sag mal, von dieser Entwicklung war gewissermaßen nicht mehr wirklich auszugehen.
blöd gelaufen. Das muss man aber natürlich leider hinnehmen. Das ist einfach das Risiko hier, das jeder eingeht. Und man kann einfach nur hoffen, dass das recht selten vorkommt. Jetzt zieht der Kurs gerade weiter nach oben hin an. Von daher ergibt sich jetzt auch kein neuer sinnvoller Einstiegspunkt. Hier ein bisschen anders. Beide Oszillatoren haben im Kurvenverlauf jetzt eine Tendenz nach unten. Das obere Bollinger Band war auch gekreuzt und die Kerze hat negativ eröffnet. Also alle Signale durch die Indikatoren, die wir hier rausziehen können, haben für einen Abwärtstrend gesprochen. Und dementsprechend bin ich dann noch mit Put eingestiegen. Die Kaufzeit ist sehr hoch, wie ihr da gerade sehen könnt. Jetzt noch bei ungefähr 50 Sekunden. Aber auch hier ist es einfach leider so, dass auch an dieser Stelle der Kurs einfach wieder genau in die andere Richtung sich entwickelt. Also war wirklich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt einfach, zu dem die Trades hier vorgenommen wurden. Trotz vorheriger Prüfung, ob irgendwelche besonderen Marktnews die Kurse ordentlich beeinflussen. Denn das sollte man grundsätzlich immer tun. Also ihr könnt auch auf unserer Seite aktienrunde.de genau diese Marktnews abrufen und könnt sehen, welche Assets durch welche besonderen Ereignisse entsprechend beeinflusst werden. Sprich, welcher Kurs dann einfach dadurch andere Richtungen annehmen kann, als man jetzt mit seinen Trades normalerweise vorhersehen würde. Ja, das Ganze ging hier also in dem Fall wieder gewaltig schief. Ich hatte zwischendurch überlegt, die Option wieder zu verkaufen. Allerdings hätte ich da eventuell nur 30 Cent weniger Verlust gemacht und da dachte ich, okay, dann warte ich lieber ab, vielleicht dreht das Ganze nochmal. Weshalb ich ansonsten dann quasi ordentlich Gewinn hätte liegen lassen, wenn diese Kerze jetzt gedreht hätte. Also wenn ich dadurch jetzt irgendwie 2, 3 Euro eingespart hätte, hätte die Sache etwas anders ausgesehen. Jetzt seht ihr, dass sich hier in den Assets gerade verschiedene sinnvolle Einstiegspunkte gefunden haben. Deswegen bin ich jetzt auch momentan in drei Assets gleichzeitig mit einem Trade aktiv. Normalerweise rate ich eher davon ab, denn wenn die jetzt alle negativ ausgehen sollten, hier sieht man gerade übrigens wieder die Entwicklung einer Bärenfalle. Ich lache darüber, weil es jetzt gerade einfach mehrfach vorkommt. Eigentlich ist es eher ärgerlich und traurig, logischerweise. Denn das ist einfach bitter, wenn man die Signale richtig sieht, entsprechend einsteigt und sich das Ganze dann aber genau in die andere Richtung entwickelt. So viel übrigens zum Thema, was ist, wenn man mehrere Trades hintereinander verliert? Jetzt sind drei Trades gerade alle für mich negativ ausgegangen und das schlägt sich natürlich dann auch direkt in dem Kapital nieder. Wenn man jetzt jeweils nur einen Trade eingegangen wäre, sich also für einen dieser drei entschieden hätte, hätte man natürlich die anderen drei Situationen verpasst, die rein theoretisch aber auch im Gewinn enden könnten. Allerdings wäre es genauso, dass man auch maximal nur einen Trade-Einsatz verloren hätte in der Zeit. Jetzt in dem Falle ist es eben das Dreifache gewesen. Da muss halt jeder für sich selbst quasi entscheiden, womit er am besten zurechtkommt. Grundsätzlich ist es einfach so, gerade wenn man mehrere Trades hintereinander hatte, die negativ ausgegangen sind, kann einen das im weiteren Trading halt auch beeinflussen. Jetzt gehe ich hier gerade auch wieder in zwei verschiedenen Assets rein. Hat jetzt aber nicht damit zu tun, dass ich gefrustet bin oder sonst was, sondern das sind gerade wirklich einfach Einstiegspunkte, die gerechtfertigt sind gewissermaßen. Wobei der oben links im Nachhinein nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Also da gehe ich ja dann schon eher auf Trendfolge, weil die erste Kerze schon positiv abgeschlossen hat. Der Markt war allerdings nicht so lange unterkauft, dass man davon ausgehen kann, dass sich der Kurs wirklich über noch weitere zwei, drei Kerzen quasi in die gleiche Richtung bewegt, weshalb ich diesen Trade im Nachhinein nicht mehr so gut finde. Aber ja, im Nachhinein ist man ja eh meistens schlauer. Ich weiß jetzt gerade sogar ehrlich gesagt nicht, wie diese drei Trades ausgegangen sind. Das lasse ich gerade genauso auf mich zukommen wie ihr auch auf euch. Was ich jedenfalls sagen wollte, wenn man mehrere Verlusttrades hintereinander hatte, kann dann das eben im Trading beeinflussen.
Dazu haben wir auch ein extra Video veröffentlicht. Könnt ihr einfach mal bei uns in der YouTube-Mediathek quasi raussuchen. Den Titel habe ich nicht mehr genau im Kopf, aber darin gehen wir genau ein, wie man quasi mit solchen Verlusten in einer Session umgehen sollte. Ja, glücklicherweise sind alle drei Trades hier entsprechend positiv ausgegangen, was natürlich super ist. Also wären die auch wieder negativ ausgegangen, hätte ich an der Stelle dann mit Sicherheit auch einen Schlussstrich für die Session gezogen. Denn wenn man dann doch einen recht großen Anteil des Kapitals, ich meine, verhältnismäßig groß ist er nicht, aber wenn man bedenkt, dass das Kapital halt weiter wachsen soll und man dann irgendwie 6, 7 Verlusttrades am Stück hat, ist das halt schon ein ziemlicher Niederschlag. Man sieht es auch hier, ich hatte also zwischendurch 2, 4, 5 Verlusttrades. Jetzt entsprechen die drei positiven Gewinntrades wieder mit dabei. Das heißt, ja, ich bin halt für diese Session noch gut im Minus, allerdings nicht ganz so extrem. An dieser Stelle hätte man jetzt entweder trotzdem aufhören können, um zu sagen, okay, ich mach eine Pause, geh laufen, lese ein Buch, hör Musik, mach irgendwas im Haushalt, was auch immer, geh einem anderen Hobby nach, was auch immer, jeder da für sich selbst bevorzugt. An dieser Stelle habe ich aber gesagt, ich gucke einfach mal, ob ich hier jetzt noch vernünftige Einstiegspunkte finde. Vielleicht kann ich ja sogar die Session mehr oder weniger Break-Even dann noch beenden, was natürlich echt schwierig ist, wenn man anfangen, so eine negative Folge von Trades quasi ausgelöst wurde. Aber ich habe auf jeden Fall an der Stelle für mich gesagt, okay, schau mal, was sich noch ergibt. Etwa 2 Minuten später habe ich diese Einstiegssituation gefunden. In diesem Fall war der Markt unterkauft. Die unteren Toleranzgrenzen waren jeweils durch die Oszillatoren unterschritten worden. RSI steigt gerade schon ordentlich an, sind also schon nicht mehr unter der 30%-Linie, sondern drüber. Die Stochastik hat gerade mehr oder weniger noch einen, ja, ich sag mal eher parallelen Verlauf. Und das würde sich natürlich entsprechend korrigieren, wenn jetzt der Wert weiter steigen würde, so wie es jetzt hier auch gerade der Fall ist. Wenn man noch mehr auf der sicheren Seite sein wollte, hätte man hier jetzt wirklich noch warten sollen, bis die Stochastik auch so ein bisschen nach oben hinzieht. Aber wenn man immer nur quasi komplett auf der sicheren Seite bleibt, lässt man an vielen Stellen einfach das Geld liegen. Und gerade wenn die Renditen halt höher sind, muss man eben auch etwas mehr Risiko eingehen. Oder kann man etwas mehr Risiko eingehen, weil man die Verlusttrades eben auch schneller wieder ausgeglichen hat. So, das ging positiv aus, natürlich wunderbar. Das heißt, jetzt bin ich in dieser Session noch mit 12 Euro im Minus ungefähr, also netto quasi 2 Trade-Einsätze. Sieht jetzt gerade hier auch nochmal kurz die Handelshistorie. Lange habe ich die Session dann auch nicht fortgeführt. Ging, glaube ich, knapp 20 oder 25 Minuten. Ihr könnt es ja auch unten am Zeitstempel sehen. Ich habe jetzt gerade nochmal Ausschau gehalten nach einem weiteren Einstiegspunkt, ob sich was ergibt. Dieses Asset ist allerdings gerade noch nicht dazu geeignet. Jetzt gerade hat die Kerze auch erst nochmal nach unten hin eröffnet. Kaufzeit ist nicht mehr so hoch, also das wäre jetzt viel zu riskant, da jetzt noch auf einen entsprechenden Call einzusteigen. Diesem Asset hat der RSI die 30% noch deutlich nicht erreicht, deswegen ist auch hier ein Einstiegspunkt nicht sinnvoll. Erst wenn entweder die Toleranzgrenze angekratzt oder sogar dann im Idealfall durchbrochen wurde, ist es dann schon ein recht gutes Aussagekriterium darüber, in welche Richtung der Kurs entsprechend sich im Laufe der nächsten Zeit entwickeln wird.
Wenn ihr übrigens allgemein Fragen zu unserem Trading, zu dieser Strategie, zu unserem Kanal oder auch sonstigen Themen zum Bereich binäre Optionen habt, könnt ihr uns natürlich jederzeit und gerne einen Kommentar hier unter den Videos hinterlassen. Nachrichten sehen wir bei YouTube leider nicht so häufig, einfach weil die nicht so dargestellt werden wie Kommentare, die wir dann sowieso uns anschauen. Ihr könnt aber auch zusätzlich unseren Newsletter abonnieren. Dazu findet ihr auch unterhalb des Videos weitere Informationen. In diesem Newsletter bekommt ihr dann laufend Informationen zum Thema binäre Optionen oder auch Copy Trading beispielsweise. Ihr erhaltet Informationen zu neuen Produkten, die wir herausbringen, neuen Strategien, die wir vorstellen wollen, etc. Das Ganze ist für euch kostenlos. Ihr müsst also nicht dafür zahlen und bekommt einfach nur einen Mehrwert an Informationen. Hier warte ich jetzt gerade noch mal drauf, dass die Kerze sich so ein bisschen nach unten hin entwickelt. Ich habe jetzt, also der Kurs hat gerade nur wenig an Wert verloren. Allerdings war die Kaufzeit nicht mehr so hoch, deswegen muss ich mich entscheiden. Entweder man sagt, okay, ich steige jetzt nicht mehr ein, oder man geht halt dieses Risiko ein. Gerade sieht es ja ganz gut aus, der Kurswert nimmt weiter ab. Wenn das jetzt noch über die 10 Sekunden ungefähr so anhalten wird, wäre das natürlich nochmal eine gute Sache. Allerdings sieht man auch, das ist gerade wieder ein Kampf um den Einstiegspunkt herum. Also es ist jetzt keine extreme Kursentwicklung, kein extremer Abwärtstrend. Jetzt zum Ende hat die Kerze nochmal so ein bisschen runtergezogen, die nächste Kerze eröffnet jetzt auch noch negativ. Also entwickelt sich das grundsätzlich doch eher zu einem Trend. Allerdings gehe ich hier nicht auf Trendfolge, sondern gehe wirklich nur nach unserer Berg- und Talstrategie, eben einer der Ausbruchstrategien vor. So, mittlerweile 418,07 €, also der Großteil der Verluste ist ausgeglichen. Hier hat sich jetzt ein weiterer Einstiegspunkt ergeben. Hier gehe ich auf Call. Der Markt ist schon ein bisschen länger unterkauft. Die beiden Oszillatoren haben jetzt gerade eine entsprechende Richtung, eher in Richtung nach oben. Kerze hat positiv eröffnet. Vorher war das untere Bollinger-Band ein gutes Stück durchkreuzt. Jetzt sieht man allerdings, dass hier in der Kerze kein extremes Wachstum mehr gewesen ist und deswegen ging dieser Trade auch negativ aus. An dieser Stelle habe ich dann auch Schluss gemacht. Also, ich sag mal, netto zwei Trade-Einsätze in dieser Session verloren. Wobei jetzt das Ende der Session eigentlich dann noch ganz gut ausgegangen ist. Also, zwischendurch sah es ja wirklich nicht so rosig aus mit den fünf Verlust-Trades am Stück. Konnte ich jetzt so mehr oder weniger wieder ein bisschen ausgleichen. Ist natürlich Geld liegen geblieben, weil bei den Gewinnen letztlich nur die Rendite zieht und bei den Verlusten geht halt der gesamte Einsatz weg. Wenn ihr Fragen dazu haben sollt, hinterlasst gerne ein Feedback, hinterlasst Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!